Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Project Unstable 6. Ich war fleißig. Ich habe eine Kiste voll Zeug gemacht, dass wir eine Rakete bauen können. Und ich habe noch ein bisschen was gemacht gehabt. Ich habe zum einen Rocket Fuel gemacht. Dafür brauchten wir zuerst... ich habe das alles mal gemacht gehabt. Zack. Den Electrolyzer. So, zuerst brauchten wir den Electrolyzer. Mithilfe des Electrolyzers sind wir in der Lage, aus Wasser Hydrogen und Oxygen zu machen. So. Das ist hier oben in den Tanks drin. Hydrogen und Oxygen. Die hatte ich in Tanks gefüllt und habe die dann hier reingepackt, weil das ist der Chemical Reactor. Und der Chemical Reactor macht aus Hydrogen und Oxygen Rocket Fuel. So. Und damit habe ich jetzt schon mal zwei Tanks mit je 8 Eimern voll. Das heißt, wir können unsere Rakete erstmal ein bisschen betanken. So. Ich hatte auch zwischenzeitlich eine Rolling Machine gebaut, weil ich da nochmal ein paar Sachen brauchte. Die hatten wir ja zusammen gebaut. Stimmt. Entschuldigung. Und ich habe Satelliten gecraftet. Ich habe High Pressure Tank gemacht. Das ist im Endeffekt eine Rolling Machine. Zwei Aluminium Sheets nochmal zusammen. Ich habe nochmal Data Storage Unit gemacht. Ich habe einen Optical Sensor, einen Composition Sensor, einen Mass Detector, Solar Panel, Batteries, Engine, Tanks, Satellite Bay, Terminal, Guidance Computer. Ich habe alles gemacht. Es kann sein, dass wir nochmal Tanks brauchen. Es kann sein, dass wir nochmal Engines brauchen. Aber ansonsten sollten wir alles haben an Blöcken, die wir brauchen, um einen Satelliten in den Orbit zu schießen. Ah, ich war fleißig. So, kann man nicht sagen, ne? Ich war fleißig. So, und die Kiste ist ganz schön schwer. So. Gehen wir mal zur Raketenabschussbasis, weil ich habe nämlich schon mal auch ein Launchpad gebaut. Ach ja, also wie gesagt, ich habe mir relativ viel Mühe gegeben, dass wir diesmal alles irgendwie vorbereitet haben. Zack. In der Hoffnung, ich habe jetzt wirklich alles. Wenn ich jetzt was vergessen habe, dann bin ich echt sauer. So, also. Das erste, was wir machen müssen, ist, ich habe was vergessen, aber das ist nicht schwer. Moment. Also brauche ich noch ein paar Circuits, dass wir uns nämlich noch ein paar Satellitenchips machen können. So. Ich habe nur zwei. Da geht's schon wieder los. Nein! Was fehlt? Nein! Oh, ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Okay. Gut. Okay, wir machen das jetzt auch mal schnell. Ah, oh, nee. Also, beziehungsweise, ich bereite das mal schnell vor. Das kann doch nicht sein. Okay, einen Tank kann ich auch mal mitnehmen. Ich kann mal ein bisschen Rocket Fuel schon mal mitnehmen. Das wird das wenigstens nochmal haben, Alter. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Wenn wir den Satelliten machen, dann müssten wir irgendwie Daten reinkriegen. Das heißt, wir brauchen einen Satelliten-ID-Chip, den wir dann in unseren Satellite Bay packen können. Ein Satellite Bay, unseren Satellite Terminal. Wovon ich drei gemacht habe, das muss ich nämlich einfach nur craften. Das heißt, das ist relativ einfach, aber ich brauche diese Circuits. Okay, Entschuldigung, wir machen das noch ganz schnell, damit wir dann alles in einem Zug machen können. Außerdem muss ich eine Power-Dingens mitnehmen. Moment. Dann lade ich die nochmal voll, weil wir brauchen nämlich auch noch Strom. Oh, nee. Also wie gesagt, egal was man tut, es ist total egal. Man vergisst immer die Hälfte. So. Könnt ihr euch merken. Egal wie gut ihr vorbereitet für so eine Folge, wenn ihr irgendwie auch YouTube macht oder sowas. Ihr vergesst mindestens eine Sache und könnt es nicht machen. Und ihr seid euch total sicher und kündigt so wie ich jetzt an. Boah, Alter, wir haben alles vorbereitet. Und dann... Oh. Ups. Schlimm. Einfach schlimm. Oh Mann, so was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Chip. Brauchen
Das Ding brauchen wir. Redstone und Gold. Redstone, ein Gold. Wir kriegen ja, glaube ich, mehrere raus. Eine 4, ja. Das. Silicon. Und Circuit. Jetzt. Okay. Puh. Fällt noch Kobo-Pläne, ja. Ich brauche dafür kein Circuit. Ich bin bescheuert. Weil ich die ganze Zeit Circuit Boards gecraftet habe. Ne, das ist Konzertan. Das ist Kupfer. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit nur eine Sache immer craftet, dann vergisst man total den Rest. Also wie die anderen Rezepte aussehen. Wie gesagt, ich war jetzt total der Meinung, da muss auch noch ein Circuit rein, aber das ist ja eine Circuit Plate, die wir machen und kein Circuit. Wenn wir die Control Circuit und so weiter machen, da braucht man das ganze Zeug, aber. Na gut. So. Da. Na gut, haben wir jetzt nochmal ein Circuit. Ich habe auch da zwischenzeitlich einen zweiten Machine Frame gecraftet, sodass wir jetzt immer nochmal einen Refined Machine Frame haben, aber ich wette, ich werde es immer wieder vergessen und werde immer wieder einen neuen craften. Das ist schon nicht toll. Ich frage mich immer, wie das funktioniert. Das Ding saust hier in die Seite rein, ne? Und dann verschwindet es einfach. So. Okay, achso, jetzt muss ich jetzt hier rein. Zack. Zack. Wie gesagt, die Maschinen sind ein bisschen langsamer, weil wir keine durchgängige Stromproduktion haben. Das kommt noch dazu. Ich finde es immer toll, dass das Ding einfach... Oh! In der Mitte zersägt wird. Flup. Achso. War es schon fertig? Ja. Gut. So. Okay, wir haben die... Gut, dann können wir jetzt anfangen mit nur 7 Minuten Verzögerung und einer kleinen Schlafpause. Geht's los! Dann, jetzt, hoffentlich, gleich, bald, mal gucken. Oh Mann, so, ich nehme das hier rüber. So, okay. Gut. Haben wir jetzt alles, ich hoff's. Wir gucken mal. Frage ist, was machen wir zuerst? Zuerst den Satelliten, hätte ich gesagt, ne? Dass wir zuerst die Satelliten machen. Okay, weil das sind so die wichtigsten Komponenten. Also, wir brauchen einen Power-Input und wir brauchen einen Satellite-Builder. So. Dann machen wir das einfach mal hier drüben hin. Zack und zack. So. Satellite-Builder. Genau. Wir können jetzt hier verschiedene Sachen reinpacken. Ich nehme mal einmal hier alles mit. Zack, zack, zack. Zack. Brauche ich Data Unit. Right, the secondary chip, das müssen wir dann auch noch machen. Dass wir jetzt 6 Chips machen. Weil wir werden das noch ein bisschen schreiben. So, machen wir zuerst mal den Satelliten rein. Wir haben den Satelliten. Wir brauchen eine Stromproduktion. Das ist im Endeffekt das hier. Das heißt, wir können... Also, wir haben Optical Sensor für Distance Data, glaube ich. Das hier ist für Composition Data. Und das ist für Mass Data. Ich glaube, so war das. Können wir hier oben reinlegen. Solar Panel ist eine Energiegenerierung. Die... Warum kann ich das überall reinlegen? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ich hasse das. Ich meine, eigentlich steht hier unten In-Out. Das heißt, eigentlich sollten da doch nur... Moment, jetzt müssen wir uns jetzt gucken. Das ist falsch. Das ist, bin ich auf irgendeiner russischen Wiki-Seite gelandet. Moment. So. Da. Da muss ich hin. Guides. Missions. Ist das irgendwie Rocket Monitor? Nee. Rockets. Cargo. Player. Payload. Nein. Oh Gott, jetzt muss ich... So, warte mal, wo war denn? Kann ich hier... Ich kann ihn mal auf der Seite suchen. Okay, Moment. Blocks. Ich muss es jetzt mal ganz kurz suchen. Es tut mir leid. Satellite. Es gibt keinen Satellite Builder. Okay, das ist natürlich sehr, sehr toll. Wenn es einfach nur das nicht gibt. Hä? Auf dem Wiki gibt es keine Information zu dem Builder. Ich nehme an, es ist die Rocket, die Satellite Assembling Machine. Ja, das sieht gut aus. Component.
Data storage capacity. If a blank satellite, blend ID or station ID chip is placed in a copy slot in a non-blank chip in the same card, place an ID chip is the output slot. Okay, gut. Das Ding sieht nämlich komplett wieder anders aus als das hier. So, Satellit. Batteries, wir haben das. Das hier ist In-Output, das heißt, wir packen da mal einen Data Storage Unit rein, damit er ein bisschen was speichern kann. Und ein Solarpanel, eine Zweierbatterie, ich hoffe, das reicht. So, Strom. Nicht vergessen. Das muss ich ganz kurz gucken. Das hier ist der ID-Chip. Und das ist die Copy. Right to Secondary Chip. Okay, das heißt, wenn ich das so mache, sollte ich... Oder erstmal... Ich mache das lieber so. Wenn wir einen verlieren, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dann klicken wir auf Build. Er fängt an. Plup. Wir haben einen Satellite. Der ID-Chip ist programmed. Satellite mit Optical Sensor. Power Generation 10. Data Storage 1K. Wunderbar. Das heißt, wir können 1K Daten speichern in den Satelliten. Das heißt, wenn wir praktisch erstmal später abrufen, dann ist das egal. Wenn wir keine Daten speichern können, dann können wir sie nur direkt abrufen, glaube ich, wenn ich mich entsinne. Dass wir sie nur dann, solange er mit einem Satellite Monitor verbunden ist, kann er dann nur Daten abgreifen. Aber das ist ein bisschen, das wollen wir ja nicht. Wir können, der kann ruhig ein bisschen speichern. So, dann klicken wir mal auf Write to Secondary ID Chip. Damit wir noch einen zweiten haben. Eine zweite ID davon. Zack. Gut, jetzt haben wir zwei. Jetzt haben wir den gleichen. Wunderbar. Und wir haben jetzt hier unsere... Okay, ich pack mal den Rest weg. So, damit ich nicht aus Versehen wieder irgendwas durcheinander bringe. So, und dann schicken wir erstmal einen Satelliten hoch, würde ich sagen. Um mal zu gucken, ob es überhaupt funktioniert, bevor wir jetzt alles gleich fertig machen. So, alles klar. Ich brauche jetzt erst einmal eine Rocket Assembly Machine. Und die braucht auch, glaube ich, Stallone. Also wäre komisch, wenn sie keinen braucht. So. Power hat keine. Zack. Okay. Nee, da ist er wieder. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum bei mir das Telefon immer dauernd klingelt. So. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich mal wieder in der Nacht aufnehme, wie früher. Nicht mehr tagsüber. So. Okay. Wir haben auf jeden Fall die Rocket Assembly Machine. Er hat aus irgendeinem Grund keinen Strom drin, ne? Kann auch sein, dass das Ding gar nicht... Vielleicht braucht das Ding auch direkt Strom. Aha! Okay. Jetzt brauche ich einfach direkt Strom. So, was wir jetzt machen können, ist eine Rakete bauen. Dafür brauchen wir mal das alles hier, das und das. So. Einen Thruster, damit wir erstmal überhaupt ein bisschen Energie bekommen. Reicht das von der Höhe? Dann machen wir mal einen Guidance-Computer, damit wir dann praktisch theoretisch ihm sagen können, hey. Also er sollte dann eigentlich wieder zurückfinden. Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen, aber ich hatte ihn beim letzten Mal reingebaut. Und ja, ich baue noch diesmal ein. So, dann das Zeug. Dann oben drauf packt man noch ein Satellite Bay. Da kommt dann später unser Satellit rein. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wir scannen mal ganz kurz ab. Not enough fuel capacity. Okay, also wir brauchen mehr Tanks und das wird dann wahrscheinlich damit enden, dass wir auch mehr Engines brauchen. Das heißt, wir machen uns mal, die Frage ist, will ich eine hohe Rakete machen? Wollen wir eine hohe Rakete machen oder wollen wir eine breite Rakete machen? Ich tendiere ja fast schon zu hoch erstmal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Fuel Tank. Zack, zack. Warum war ich der Meinung, dass ich noch genug von allem habe, um ohne weiteres einen Fuel Tank machen zu können? Was hat mir diese Sicherheit gegeben? Ich habe nicht mal Steel Plates. Okay. Aber Tanks habe ich. Tanks habe ich noch 4 Stück. So, das heißt, wir brauchen auch noch eine Engine. Ah ne, ja, na, wobei, wenn wir eine Engine brauchen, dann wird es doof. Wir probieren es erstmal nochmal, wenn wir nochmal einen Tank dazu packen. Dass wir einfach 4 Tanks machen. Mal ganz kurz gucken, wir brauchen nochmal einmal das da, damit wir nochmal ein bisschen nach oben bauen können. Und dann brauchen wir Engine. Nee, Fuel Tank.
So. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache, da muss man ja mal gucken, ob man auch alles hat. Zack. Also ob die Rakete fliegen kann, das ist das Schöne, man kann sie nur assemblen, wenn sie auch fliegen kann. Also, oder beziehungsweise, ich glaube, man kann es auch ohne assemblen, aber man wäre ja doof, wenn man es machen würde. So, wir probieren mal erstmal einen Fuel Tank, wir machen das mal ganz, ganz langsam und Stück für Stück. So. So, das Ding mal einmal hier rein wieder. Ups. So. Und dann erhöhen wir mal unsere Rakete um 1. 1 kriege ich sogar noch hin. Brauche ich theoretisch nicht mal den Turm hier zu erhöhen. Na gut, ich sehe ein, dass 3 ein bisschen wenig ist. So. Hören wir das. Scan. Kann sein, dass er mir irgendwann sagt, zu wenig Thrust. Das kann auch sein. Not enough fuel capacity. Hier sehen wir das praktisch. Unser Gewicht liegt bei 7 Newton. Unsere Beschleunigung. Unser Thrust. Ja, das ist die Beschleunigung und das ist unsere. Ja. Ich glaube, wenn der Thrust niedriger ist als das Gewicht, dann können wir nicht abheben. Ich glaube, so ungefähr ist das. Also, ich brauche noch ein bisschen mehr Fuel. Da machen wir nochmal einen Fuel Tank. Nein, so teuer sind die ja jetzt nicht. Zack, zack. Tank. So, zack. Okay. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. So, auf jeden Fall muss ich dann hier das Ding nochmal ein bisschen erhöhen. So. Später die Raketen zum Minen und so weiter, die werden halt breiter. Aber gucken wir mal an. Zieht das eine Scan auch Strom? Ja. Not enough fuel capacity. Es geht irgendwie nicht hoch. Verstehe das gerade nicht. Okay. Mach kleiner mal 2. Dann haben wir jetzt erstmal so ein Maximum gemacht und ansonsten muss ich nochmal irgendwie umdenken. Aber hey, guck mal, das muss dann langsam reichen. Für diesen kleinen Payload, den wir da oben drauf haben. So. Gucken wir mal. Huch. War nicht fertig. Not enough Fuel. Jetzt ist. Wieso geht das Fuel runter? Oder ist es der Verbrauch oder. Also langsam wird es unrealistisch. Oder ist es vielleicht weniger Fuel, wenn ich mehr Engines habe? Ah, clear for liftoff. Aha, okay, gut, dann gehe ich mal kurz schlafen. Und dann bauen wir die Rakete, befüllen die Rakete, schicken die Rakete hoch mit unseren Satelliten und haben hoffentlich einen Satelliten, der uns dann Daten liefert. Bin gespannt. No. So, also. Gut. So, es ist ein schöner, klarer Tag. Wir müssen jetzt noch die Rakete bauen, aber es sind keine Wolken am Himmel. Natürlich wird ein guter Start. So, Build. Dann bauen wir jetzt mal die Rakete. Jetzt werden praktisch die Blöcke in ein Entity verwandelt, sodass wenn ich jetzt hier... Ich kann trotzdem mit Shift-Rechtsklick kann ich alles sehen, den Guidance Computer und Satellite Bay und kann dann noch die Sachen reinlegen. Das heißt, mit Shift-Rechtsklick, Satellite Bay können wir unseren Satelliten reinpacken. Und ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert, aber ich glaube, wenn ich in den Guidance Computer den Satellite-ID-Chip reingepackt habe, ich glaube, das war so, dann sollte der uns hoffentlich wieder zurückbringen. Ich weiß nicht, ob er das macht. Okay, gut. Wir probieren das einfach mal. Wir haben die Rakete. Die Rakete kann nicht von sich aus starten. Fällt mir gerade auf. Weil was Sinn ergibt. Wir nicht drauf sitzen können. Ansonsten könnten wir ja den Startsignal geben. Das heißt, ich bräuchte theoretisch eine Rocket. Oder warte, gab es direkt Launch? Nee, okay.
Bei Mars Rocket. Oh Gott. Das war irgendein Monitor. Rocket Monitoring Station. Okay, die ist nicht so teuer. Die können wir machen. Okay, was habe ich gerade gesagt mit nicht so teuer? Okay, wir schaffen das noch diese Folge. Ich bin zuversichtlich. Positiv denken. Wir kriegen heute einen Asteroiden in die Umlaufbahn. Hm? Huch. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so teuer, der Rest. Und ein Glowstone. Wir brauchen harten Glas. Da ist es. Ich bin schon gewundert, ich hatte noch mal welches gemacht gehabt. So, dann war es ein Goldchip, ne? Goldcircuit. Was erzähle ich? Ich bin heute wieder irgendwie. Ich erzähle Schluss. So, gut. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist mit dem Guidance Computer, aber ich glaube, das sollte dann hoffentlich funktionieren. So, warte, das müssen wir jetzt da oben reinschmeißen. Hat es noch schon noch Strom? Nein. Okay. Aus irgendeinem Grund verbraucht er nie das harte Glas. Sensor. Ich weiß nicht warum. Er verbraucht es nicht. Er braucht es drin, aber er verbraucht es nicht. Okay. Gut. Rocket Monitoring Station. So. Gut, dass wir noch den Machine Frame haben. Dadurch brauche ich nämlich nur 4 Enderperlen aufschmelzen. Und dann haben wir alles. Zack. Nehmen wir mal. Achso, das ist ja genau ein Eimer. Okay. Ha, okay, wir haben aber eine Rakete. Wir können die theoretisch starten. Wir brauchen jetzt natürlich noch. Ja, wir können sie ja schon mal befüllen. Das können wir schon mal machen. Das muss ich schon mal auftanken. So, dann haben wir gesagt, wir müssen dann noch linken. Dafür brauche ich, glaube ich, nochmal. Warte, dafür brauche ich doch noch irgend so ein Gerät, oder? Hat schon irgendwie. Warte, gab's da irgendein Gerät? Bin ich. Ich hoffe nicht. Aber ich glaube schon. Da. Ne, Ohrscanner. Ich bild mir ein, wir hatten das damals mit irgendwas gelinkt. Oder erkennt er automatisch die nächste Rakete? Wir haben das definitiv gelinkt. Ich weiß nicht wie. Space Station Container, das brauchen wir nicht, das ist dann für später. Also ich sehe nicht. Kann aber auch einfach nur bedeuten, dass ich blind bin. Ja, wir gucken einfach mal. Gab es vielleicht einen Rocket ID-Chip? Tracking Circuit. Das könnte das Ding sein. Wenn, muss ich nochmal eine Enderperle aufschmelzen. Tut's mir leid. Aber es kann sein, dass es der Tracking Circuit war. Wie gesagt, es ist bei Advanced Rocketry ist es auch erstmal immer ein bisschen, weil die Wiki ist nicht ganz so toll. Ah. So. Wir gucken einfach mal, ob es jetzt automatisch die Rakete erkennt in der Nähe oder ob ich die linken muss. Und ich glaube, ich muss die mit so einem Tracking-Ding linken. Werden wir gleich sehen. Mit Hilfe der Rocket Monitoring Station kann ich es nämlich starten. Und das ist gar nicht schlecht, wenn man irgendwie die Rakete starten kann. So. Fuel ist auf jeden Fall leer. Wir gucken mal, ob das Fuel hochgeht. Ob er vielleicht automatisch gelingt ist. So, also. Kann ich da einfach. Jo. Jo. Fuel ist voll. Okay. Das heißt, das funktioniert nicht. Velocity, Altitude, Fuel. Okay. Moment. Ja, wir machen mal so ein Tracking-Ding. Bevor wir es machen, ich gucke einfach nach.
Rocket Monitoring Station. Can be linked by shift right clicking on a rocket monitoring station with the linking tool. Es gibt kein linking tool. Ich nehme an, es ist der Linker. Okay, den kriegen wir hin. Okay. Ah, das ist blöd. Das ist die Hälfte in Lip Vulpes immer drin. Das ist so doof. So. Muss man auch immer wissen, ne? Simple. Nee. Basic. Gut, machen wir nochmal ein Basic Circuit. Ganz schnell. Der Vorteil ist halt, dadurch, dass wir immer die ganzen Chips haben, haben wir hier keine Wartezeit, sondern haben eigentlich immer die Chips da, aber auch nur die Titanium Plate. Flup, Linker. Okay, das war der Block, den ich gebraucht habe. Gut, dass wir nicht erst den Tracking-ID-Tipp gemacht haben. So, das heißt, wenn ich jetzt das Ding einmal Shift-Rechtsklicke hier, wir programmen den Linker und Shift-Rechtsklicke hier, Link successful. Und jetzt sollte ich sehen, dass das Fuel voll ist. Die Velocity ist auf 0, wir sehen jetzt die Rakete und wir können jetzt anfangen. Und ich würde sagen, wir machen mal einen Satellite-Terminal. Hier können wir einen Satellite-ID-Chip machen. Das sagt dann erstmal No-Link. Aber wir können jetzt erstmal sagen Launch. Launch. Was ist jetzt kaputt? Earth. Select. Launch. Was ist jetzt kaputt? Oh. Ich glaube, sie ist gestartet und sofort gelandet. Ist sie unterwegs? Nein. Brauchen wir? Wir verbrauchen Fuel. Was macht die Rakete? Ich glaube, ich habe aus Versehen den Planeten Erde selected und das Ding fliegt los und... Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's wieder zurück. Ich glaube, wir sind angekommen. Ich glaube, sie ist gelandet. Nein, es geht immer noch runter. Ja, Kenny steht doch hier. Ich verstehe es nicht, was ist jetzt kaputt? Warum? Einfach warten, immer noch Fuel. Ah, nee. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, was es tut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann das nicht abbrechen. Muss ich jetzt warten, bis der Fuel leer ist? Ich kann es auch nicht wieder rausnehmen, ne? Oh. Was ist denn das jetzt? Ah. Okay, folgendes. Ich mach kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt einfach nochmal die Rakete disassembled. Kann man machen, wenn man hier reinklickt. Disassembled. Ich habe keine Destination, ich habe im Guidance Computer jetzt mal nichts drin. Ich bin am überlegen, ob ich einen Planet ID Chip noch machen sollte. Ich probiere es einfach jetzt mal und wir versuchen mal, ob sie launcht. Achso, sie ist ja nicht gerade gelinkt. Moment.
Sie hebt nicht ab. Das Problem ist, sie verbraucht jetzt wieder das ganze Fuel. Ich glaube, wir müssen die Rakete einfach anders bauen. Bauen sie größer. Vielleicht muss ich diesen ID-Chip noch reinlegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wichtig ist. Ich weiß nur, dass es doof ist, dass das gerade nicht funktioniert. So. Ja. Nee, was mache ich denn gerade? Das ist falsch. Einmal den, einmal den. Ja, ich mache jetzt nochmal ein bisschen was. Diese Folge wird das leider nichts mehr. Okay. Nerven tut es mich gerade ein bisschen. Okay, die ist weg. So. Ganz kurz gucken, dass wir einen Output haben. So, ein Ding sollte jetzt hoffentlich. Sonst hat es nicht so viel verbraucht an Strom, möchte ich anmerken. Sonst hat es immer geladen. Na gut, egal. Sieht sehr schön aus, wie das Ding da arbeitet. Okay, gut, Rocket Fuel werde ich dann nochmal brauchen. Dann machen wir mal die beiden Tanks voll. Dann kann das Ding auch nochmal arbeiten. Ach ja. Es ist sehr toll. Also wie gesagt, ja, ich werde dann jetzt die Folge beenden. Tut mir leid, dass wir es nicht geschafft haben, die Rakete hochzuballern. Weil irgendwelche Sachen im Himmel es wieder nicht wollten oder was weiß ich nicht. Irgendwelche Sachen waren doof. Gut. Ups. Ja, komm her. Ja. Wie gesagt, es ist doof. Wir gucken mal, ob wir es nächste Folge dann gekriegt haben. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen auf jeden Fall. Hoffe, es hat euch trotzdem vielleicht gefallen. Die Rakete an sich haben wir. Ich habe nur das Gefühl, wir brauchen mehr Thruster und mehr, wie heißt's? Wir können ja den ID-Chip mal programmieren auf unserem Planeten. Die Rakete ist weg. Wo ist die Rakete? Sie verbraucht noch. Ich hoffe, mein Satellit ist nicht weg. Oben ist er noch nicht. Aber sie zeigte mir doch an, wo er ungefähr ist, oder? Ich weiß nur, dass das Fuel konstant runtergeht. Steht das Ding noch hier? Ist er unsichtbar? Nee. Habe ich das nicht gesehen? Okay. Ich hoffe einfach mal, die Rakete kommt wieder. Ja. Gut. Ich würde sagen, nächste Folge gucken wir dann mal, ob es geklappt hat. Ich bedanke mich, dass wir es zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und ja. Bis dahin noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und. Man zeigt mir ja nicht meine Mission Progression an. Ich habe das Gefühl, wir haben unseren Satelliten verloren. Gut, ich habe nur einen Optical-Sensor reingemacht. Das heißt, das geht noch. Da ist nicht ganz so viel Zeug, was ich da reingesteckt habe. Nun gut. Also erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mal gespannt, ob die Rakete zurückkommt. Gut. Tschüss. Und noch einen schönen Tag. Ciao.